Gehen wieder runter, so. Das war jetzt ein klein wenig irreführend. Und zwar habe ich jetzt, was ist das jetzt eigentlich überhaupt? Steinitz. Boris, sage uns 2,5 Sandy Steinitz. 25 Megahertz. Das Problem, was ich hatte, ist, Arena überträgt, macht zwar die Züge, überträgt die aber nicht auf das Steinitzbrett. Es geht aber trotzdem. Das heißt, ich mache mal Springer F6, also preußisch. Also das ist wohl so, dass der Steinitz die Züge nicht auf das, manche hatte diesen Emulator, dieses kleine Fenster, also so vom Steinitz, also nicht auf dieses Steinitzbrett überträgt, sondern statt dem Steinitzbrett nimmt er das Arenabrett. Das ist ja der gleiche Effekt. Was macht man denn da drauf? Was weiß ich überhaupt? Ich habe keine Ahnung. Preußisch, no capito. Ich nehme auf D4, das sieht doch so natürlich aus. Hoffe ich mal. Das ist also, wenn ihr eine Partie spielt und Läufer C5, dann kommt E5, Springer E4, dann kommt Turm E1, dann kommt D5, dann kommt D6 Krieg en passant. Meine Güte, ein wenig löchrig meine Öffnung. Springer D5 schlägt Turm E1, Schach D5. Wenn er also gegen die Steinitz Edition spielt auf dem DGT-Brett, dann müsst ihr bedenken, dass der Steinitz die Züge direkt auf Arena überträgt. Auf dem Steinitz-Brett selber, da ist auch so ein kleines Brett beim Emulator dabei, da tut sich gar nichts. Alles ist ja weniger wild. Ich glaube, D6 war keine Theorie. Steinitz 25 MHz. Das gibt eine 4 MHz-Version und eine 25 MHz-Version. Steinitz, ich kenne den Computer gar nicht. Steinitz habe ich noch nie von gehört. Ich meine, ich habe den mal gesehen. Das gibt ja dieses, was ist das, Paderborner Computerturnier? Ist das da oder vertue ich mich jetzt so extrem? Ich meine, die diese Schachcomputerturniere machen, die hätten auch schon mal so einen Steinitz, meine ich, da gehabt. Ich finde das nur schade bei diesen Computerturnieren. Die sollten ruhig mal ein bisschen aus sich rausgehen, die Leute, wenn er sein Video macht. Mal ein bisschen interviewen zu den Schachcomputern, das würde viel Spaß machen, wenn die das machen würden in dem Video. Mal so ein bisschen fragen, da, wann haben sie denn diesen Schachcomputer und Pipapo. Und dann ein bisschen. Das wäre für mich schöner, als wenn der nur da durchgeht und quasi nur stumpf filmt. Quasi so moderatortechnisch. Das würde mir doch viel Freude machen, wenn er das quasi. Dame D3, das ist kreativ. Dame D3. Wahrscheinlich wegen Läufer G4. Er will wohl Springer G5 ziehen. Dann geht er halt von Brett zu Brett. Guckt genauer das Brett an. Ja, was hältst du denn von der Stellung? Und was ist das denn für ein Schachcomputer? Wie bist du denn da dran gekommen? Seit wann hast du den denn schon? Was kannst du denn zu dem Gerät sagen? So interviewmäßig, so moderatormäßig. Das würde ich viel schöner finden als das, wie die das machen, dass der einfach nur stumm mit der Kamera da durchläuft und das dann hochlädt. Ist natürlich wieder die Frage, kann natürlich sein, dass die Leute dann ihr Persönlichkeitsrecht in Gefahr sehen, aber ob ich die jetzt abfilme, ob die im Video zu sehen sind oder ich interview die mal so ein bisschen dabei. Das ist doch kein großer Unterschied. Ich glaube, er hat Probleme, er ist out of book und weiß nicht, was er machen soll. Ich dachte erst, die Idee wäre Springer G5, Rochade und dann mit der Dame rüber. Das kann natürlich da noch interessant werden mit F4 und E5.
Läufer D2. Ich würde mal sagen, ich ruche hier einfach mal. Ich könnte auch Springer E5 ziehen. Mit der Idee, wenn er den Springer nimmt, nehme ich mit dem Bauern und habe den Bauern D4 getan. Dann habe ich einfach mehr Bauern. Wenn er auf Springer E5, Dame E2 könnte er auch machen. Da kommt aber Läufer G4. Springer E5, Springer nimmt, Bauer nimmt und Springer E5, Dame D4, Springer F3, Bauer F3, dann ist das ein bisschen aufgerissen, Läufer H3. Das gefällt mir einfach. Und Läufer F7, König F7, Springer G5, Schach, was soll das denn bringen? Auf Springer E5. Außerdem Springer E5, das deckt mir auch das Feld hier ab. Das ist ja, dieses Jahr ist ja kein Turnier wegen Corona, aber wenn das dann wieder stattfindet, warum nicht einfach mal sich die Muße nehmen und dann ein bisschen da durchlaufen, so 10 Minuten meinetwegen oder 15 Minuten oder etwas länger und dann mal von Brett zu Brett gehen und die Leute mal fragen, vielleicht würde den einen oder anderen das interessieren, was sie für Geräte haben und warum die Ausländer das Gerät mitgebracht haben. Vielleicht ein bisschen erklären im Video. Also nicht nur ein paar Schrifttafeln, sondern richtig erklären, worum es bei diesem Turnier geht. Das ist ja, wie ich das verstanden habe, in verschiedenen Klassen aufgeteilt. Also das ist hier, das quasi die, wie ist das, von 1983, die Schachcomputer, die spielen in ihrer eigenen Gruppe. Und dann halt spielstärkentechnisch die besseren. Wäre natürlich witzlos, hier den Boris Diplomat gegen den Mephisto Vancouver 32 mitspielen zu lassen oder gegen Elite 9. Das wäre natürlich witzlos, da weiß man sofort, wer gewinnt. Ah, das ist ja interessant, dass man die Züge auf diesen Steinitzbrett gar nicht macht, sondern der macht das sich das ganz einfach. Aber interessant ist auch, wenn man die Level eingibt. Da ist quasi Arena. Man gibt quasi über die Tastaturbefehle, gibt da dann quasi, und dann sieht richtig, wie auf dem Brett, auf diesem Stein jetzt Eingaben passiert für Level 3. Ich hoffe nur, Level 3 ist jetzt nicht zu lahm. Dame D4 schlägt. Ja, ist vielleicht sogar alternativlos ein bisschen hier. Ich nehme erstmal weg mit Schach. Ist natürlich nicht so die Frage, ob das jetzt wirklich total tot ist, deswegen. Läufer H3, Springer G4, Dame H4, das ist so der grobe Plan der Geschichte. Die Frage ist nur, was lasse ich denn, obwohl Springer H5. Springer H4, hat gerade Springer H4 gedacht? Meine Güte, Fantastico. Figuren, die sind schon als Leichen im Himmel und ich ziehe immer nämlich mit denen auf dem Brett rum. Das gibt ja so Varianten. So eine Stellung, da hat jemand, wollte jemand kombinieren, Turm A8 Schach, König schlägt, irgendwie noch ein Turm Schach und König schlägt. Und dann wollte er quasi zum Matt ansetzen und hat gemerkt, dass er keinen dritten Turm hat. Ich habe heute mal nachgesehen, was wohl so ein München für eine Brettgröße hat. Ich glaube, das wäre ein zu großer Klopper für mich hier. Das ist ja 40 cm, das ist ungefähr. Das war gar nicht so viel kleiner wie das hier, dieses Münchenbrett. Also so einen großen München, dann 6 cm, auch so ein Klopper. Ich wüsste gar nicht, wo ich den hinstellen soll. Da muss ja ein Regal für haben. Wie jemand mal ausgedrückt hat, da muss ja schon einen Tisch dabei kaufen. Das geht nicht, den dann irgendwie in der Ecke zu stellen und jedes Mal, wenn man eine Partie spielen will, dann wuchtet man eine 5-Kilo-München auf den Tisch und baut die Puppen auf und spielt dann. Das geht ja, der Exklusiv passt bei mir noch hin. Da ist ein Ticken größer als das Regal, wo da drauf steht. Aber die Standfüße sind auch auf dem Regal. Aber der München wäre ja noch größer. Das wäre auch bei dem Renaissance, wäre das auch problematisch. Ich muss mal mit der Schach um, muss ich mal gucken, wenn man wieder hier, wenn die demnächst wieder in Datteln dieses, das gibt da so eine Art Reparaturcafé oder was das ist. Da ist einmal im Monat am Samstag,
Da kann man seine defekten Sachen dahin bringen und dann sehen sich die Leute das an, was man da machen kann. Ich frage mich ehrlich gesagt, warum er jetzt so lange überlegt. Verstehe ich nicht. Es bleibt ja gar kein anderer Zug. Er muss doch wieder nehmen auf F3. Ja, genau. Was will er denn anderes machen? Wenn der König zieht, schlage ich einfach die Dame. Also muss er sowieso schlagen. Es gibt ja gar keine Alternative. Sehr merkwürdig. Das ist ja genauso merkwürdig, als wenn man gegen Schachcomputer spielt. Und der Computer spielt erst die spult die ersten Züge erstmal in 30 Sekunden runter. Steht dann total auf Verlust. Quasi schon mit dem blanken König gegen Dame, Turm, König meinetwegen. Und fängt dann an, die Denkarien raushängen zu lassen. Und fängt dann an, die großen Berechnungen zu machen. Also bis jetzt das Wichtigste ist, dass man jetzt, keine Ahnung, mal in 7 geht statt mal in 5. Da meine ich immer, es würde was verkehrt, was schieflaufen hier. Der würde wieder irgendwas nicht registrieren oder so. Ich habe ja schon Angstzustände schon wieder. Das hat er doch mal genommen. Meine Güte. Das kommt auch nicht selten vor. Kommt auch schon mal vor, dass man hier dann auf den Zug wartet. Ich würde ja gerne die Dame nach H4 kriegen. Springer H5. Aber ich muss ja den Läufer noch nach da wegkriegen. Ist natürlich die Frage, inwieweit das ratsam ist, jetzt hier das Ganze auf extrem schnell Gewinn zu spielen. Springer H5 würde ja auch Läufer F6 drohen. Dann ist B2 ist dann hier angegriffen. Ich weiß ja nicht, ob das sofort tödlich ist oder sowas. Er könnte natürlich auch hier König A1 ziehen und Turm G1. Also nicht hier sofort, aber später vielleicht. Weil das ist nicht so einfach. Ich kann jetzt nicht so einfach hier einfach matt setzen. Vielleicht ist es auch ein bisschen verpflichtend, so zu spielen. Weil jetzt muss ich ja auf Angriff spielen. Eigentlich nicht, ich habe ja noch nicht mal einen Bauern gegeben. Ich habe mir einfach nur einen Doppelbauern verpasst. Ich habe es gedacht, ich hätte irgendwie einen Bauern gegeben oder sowas. Ich muss erstmal einen geschmeidigen Blick Richtung Figuren richten, die da stehen. Gefühlt habe ich jetzt ja noch hier, das ist ein Gambit-mäßig gespielt. Aber Rochade ist das nicht einfach zu simpel. Wenn ich jetzt zwar, wenn ich auch hier, aber andererseits, der droht ja auch hier zu schlagen. Springer H5, Läufer F6 und wenn die Dame dann weg ist, dann. Ja. Meine Güte, der überlegt ja ganz schön lange hier. Protest! Ich lege Protest ein. Erstmal am Tisch wackeln, ohne Ende, ohne Gnade. Meine Güte, also für meine Geduldsfäden überlegt er aber ganz schön lange hier. Sei derselbe Effekt war da wie beim C64, wo man die Diskette reingelegt hat und da dermaßen episch lange geladen, dass man gedacht hat, das Teil wäre kaputt. Und er rechnet hier so lange, dass man meint, da würde etwas nicht stimmen. Level 3 ist so lange schon? Turm E1. So. Der kündigt seinen Zug immer mit so einem kleinen Piepston an. Dann weiß man. Der macht jetzt seinen Zug. Springer E5, dann kommt bestimmt. Springer H5, da kommt bestimmt E5. Ich könnte auch Springer D7 ziehen. Dem quasi den weiteren Bauern in Rachen schieben. In der Hoffnung, dass er auf G7 sich da bedient. Dann Läufer F6. Und dann droht ja schon Turm G8 Schach. Springer D7, Dame G7. Läufer F6, Dame A7 schlägt. Natürlich droht nur ein Lippus Gehirnkasten. Springer Turm G8 Schach. Ich glaube, das geht gar nicht so sehr. Springer.
Dame schlägt. Obwohl auf Läufer F6 gibt ja auch kein Dame schlägt H7. Mein, das sind Varianten aus der Hölle hier. Springer D7. Dame G7, Läufer F6. Dame H6, Turm G8 Schach. Ach Mann. Ich merke schon, ich bin in der Schachhölle. Ich will natürlich auf Dame F7 matt gehen. Das wäre ja so fantastisch. Springer D7, Dame G7, Läufer F6, Dame F7 schlägt matt. Warum habe ich diese Variante ja gehabt? Aus welcher. Welcher Höllengrube? What the fuck? Dame D7. Wäre das eine Idee? Rochade einfach. Warum nicht einfach rochieren? Wer nicht rochiert, falle ich roch hier einfach. Bevor ich weiter so eine fantastischen, hervorragenden Ideen habe. Meine Güte, besser gewesen. Springer D7, Dame G7 schlägt. Läufer F6, Dame F7 schlägt matt. Sag ich in der Pieps-Arie. Meine Güte. Beim Boris Diplomat wird dann wahrscheinlich die russische Tetris-Musik erklingen. Hilfe. Wie schlecht war das denn? Meine Güte. Heute habe ich auf Schachinfo gelesen von diesen. Schachgenius Pro aus dem Hause Millennium. Ich mache mal Springer D7. Da habe ich geschrieben, was ich schade finde an diesem Gerät, ist eigentlich eher, dass er keine verschiedenen Bibliotheken hat oder Spielstile, weil die hatte der Genius ja. Der Genius, also auch die PC-Programme Genius, die hatten ja auch Spielstile wie Aktiv, Risiko und sowas. Und die Bibliotheken, Mensch-Bibliothek, Gambit-Bibliothek und solche Geschichten. Das finde ich sehr schade, dass der das gar nicht mehr hat. Ist das so schwierig, dem das zu implementieren? Das kann es ja nicht sein, weil es ist ja das Genius-Programm. Da frage ich mich wirklich, warum man das nicht machen kann. Man muss natürlich sagen, der hat natürlich eine riesige Öffnungsbibliothek, aber schöner wäre es natürlich, also ich glaube 300.000 Züge hat der. Schöner wäre es natürlich, wenn man dann dem sagen könnte, er spielt jetzt Gambits. Dann spielt er mal wegen Schottisch Gambit oder solche Geschichten. Oder vielleicht eine Bibliothek, aber das ist natürlich wieder, dann müsste natürlich, das ist wahrscheinlich das Problem, was eher das Problem ist. Das müsste natürlich auch jemand machen, diese Bibliothek. Meinetwegen so eine, ja, wie soll man das jetzt nennen? Wo er so seltenere Sachen spielt. So eine Spaßbibliothek nennen wir das einfach mal. Wo der dann. Ich könnte natürlich auch Läufer F6 ziehen. Ich mach den. Wo der dann natürlich. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt. Das ist, piep, 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 piep. Das ist Arena gibt in den Steinitz. Das ist nämlich so ein Gerät, da muss man die Züge über Tastatur eingeben. Da hat jetzt im Steinitz die Züge eingegeben, über die Tastatur. Also E2, E4 eingegeben und dann Enter. Das ist das Piepsen, was man gehört hat. Meine Güte. So eine Art Spaßbibliothek, wo dann meinetwegen, dann spielt halt der Genius meinetwegen erstens G4. Oder erstens B4. Oder spielt auf E4, A6 und dann B5. Und so eine eben so Spaßeröffnung. Aber irgendjemand müsste die auch eingeben. Das ist wahrscheinlich das größere Problem. Da muss ja auch jemand sitzen, so ein Eröffnungsexperte, der dem halt so Gambits und sowas überhaupt eingibt. Von alleine weiß er das ja nicht. Und vielleicht ist das dann das Problem, dass diese Eröffnungsbibliotheken, die dann damals hatten, die das unterstützt haben, dass sie halt die Rechte dafür nicht mehr haben. Vielleicht hat er Richard Lenk für sein Genius natürlich die Rechte am Programm, aber eben wohl nicht die Rechte an den anderen Geschichten. Vielleicht ist deswegen auch, ihr könnt es ja mal in die Kommentare reinschreiben, ob deswegen die Bedienung des Genius Pro ein bisschen modifiziert ist.
Der hat ja nicht nur vier Cursor-Tasten und Enter Clear, sondern der hat ja noch hier auf der, das habe ich hier stehen, der hat ja noch hier ein Info, Move, New und an den Ausschalter Licht und Hint. Die Tasten hat ja der Mantling der Almeria gar nicht. Gut, immer noch Qualitätsgewinn. Hallo, da liegt man natürlich ganz geschmeidig hier an wegzugehen. Na gut, Dame E3 geht natürlich nicht wegen einfach drauf. Dame schlägt C4, Springer schlägt C4. Kann man eigentlich Figurenwerte einstellen beim Genius Pro? Da sieht man, so viel benutze ich den gar nicht. Das ist einfach, ich finde, der Sinn eines Schachcomputers ist eigentlich eher im Spaß des Spiels, als damit jetzt zu analysieren. Seien wir doch mal ganz ehrlich, lass mal die Kirche mal im Dorf. Wer analysiert denn mit dem Genius Pro? Das mag ja ein schönes Gerät sein, ist ja alles okay. Aber vielleicht Läufer F6 jetzt. Meine Güte. Da kannst du doch besser einen PC für nehmen. Da nimmst du ein PC-Programm und lässt den 2, 3 Stunden oder was weiß ich deine Partie auf Vollanalyse analysieren. Mit einer starken Engine, da brauchst du dafür keinen Schachcomputer, bei dem irgendwie. Das Problem ist ja beim Schachcomputer, du musst erstmal die Partie über das Brett eingeben. Und dann irgendwie auf Analyse drauf, wo will er das denn speichern? Das kann er dir vielleicht zeigen dann, wenn die Analyse fertig ist. Und da kann er einem vielleicht auf diesem Brett die Analysen so vorspielen, was weiß ich. Aber dann speicherst du die Analysen, kannst du die fantastisch alle nachspielen, Variantenbäume und allem. Das ist die Stärke eines Schachcomputers, kann es doch nur sein, Spaß am Schach selbst zu haben. Als irgendwie da jetzt irgendwelche Aktionen ausführen zu wollen, für die man eh einen besseren PC braucht. Und dann kann man auch so Spaßbibliothek und sowas reinnehmen. So eine Spaßeröffnungsbibliothek und so eine Geschichten, alles oder Spaßstufen. Dann die Figurenwerte verstellen können, dass meinetwegen die Dame plötzlich nur noch 5 Bauerneinheiten wert ist. Der Springer ist aber 6 Bauerneinheiten wert. Quasi die Dame degradieren und mal gucken, wie er dann spielt. Ja, vielleicht sollte man es nicht ganz so krass machen. Vielleicht die Dame auf ruhig auf den Wert lassen, wo sie ist. Den Springer meinetwegen im Wert erhöhen. Dann spielt er. Wäre vielleicht dann interessant zu sehen, dass wenn der Springer 7 oder 5 wert ist, die Läufer aber weiterhin 3, dass er quasi sehr achtsam auf seine Springer ist. Das ist quasi wie Spieler, die gerne mit ihren Springern spielen und deswegen eben auf diese mehr Acht geben und mehr mit den Springern spielen. Denn letztendlich kommt es doch eher darauf an, den Spaß am Schach zu haben. Wenn ich mir die Dauer dann. Das hat jetzt gezogen. Springer D5. Okay. Ist auch eine Möglichkeit. Ich mache mal C6, dann nimmt er auf F6, dann nehme ich mit der Dame auf F6. Und das ist doch der Sinn am Schach. Der Sinn am Schach ist es doch, Spaß am Schach zu haben. Das, wenn so ein. Das natürlich, die sollten auch etwas stärker sein, aber dann, man hat ja die Wahl anhand der Spielstufen, wie stark der jetzt spielt. Aber dementsprechend kann man doch auch Spaßstufen nehmen und sowas. Weil ich habe ehrlich gesagt keinen Spaß daran, wenn ich gegen den Computer blitze, der mich sowieso über den Tisch zieht. Da könnte ich auch hier Stockfisch nehmen auf Arena und dagegen blitzen. Wenn ich das normal spielen lasse, das Teil, dann schätze ich mal, hat sich der Spaß nach wenigen Partien schon erledigt. Dann ist da nichts mehr mit Spaß. Vor allem, ja, vielleicht lernt man weil jetzt daraus, das ist natürlich der Effekt, aber man will auch mal so ein bisschen blitzen. Ich konnte das damals auch sehr gut, dass ich sehr viele Partien am Stück verloren habe. Das hat mir nichts ausgemacht. Man hat daraus ja nur gelernt. Wenn ich gegen EMs oder gegen Fidemaster geblitzt habe, da habe ich, da kann ich glaube ich an, ja, an der Hand abzählen, wenn ich überhaupt irgendwelche Remis gespielt habe. Also, könnte sein, dass ich ein paar Remis gespielt habe, so ein, zwei am ganzen Abend. Ich bin aber so drauf, ich ziehe mich dann so an dieser Remis-Partie hoch, dass 7 Verlustpartien wieder vergessen sind.
Aber manche können das ja nicht. Die machen. Es gibt auch so Leute, die spielen eine Partie, die verlieren die, oh, ich habe keine Lust mehr. Gibt's ja auch. Oder diese Coffee House Chess, dieser YouTube-Kanal, wo die Leute auf gut Deutsch gesagt den Hals aufreißen, als wären sie Supergroßmeister. In Wirklichkeit spielen die totalen Crap. In Wirklichkeit stehen die total tot und haben durch irgendwelche windigen Glückszüge, weil der Gegner einfach unfähig gewesen ist, gefühlt siebenmal das einzige Gematt zu sehen, dann doch noch die Partie gewonnen. Und machen da Sprüche bei ihren Partien. Meine Güte, dass man meinen könnte, Kasparow würde am Brett sitzen. Aber leider geht nicht Springer F3, das ist natürlich blöd. Vielleicht sehen manche das ja wirklich als Intelligenzmesser, als Gradmesser der Intelligenz, das Schach. Da sollte man das nicht zu eng sehen. Oh Mann! Ich könnte einen Kaffee trinken. Wir müssen ja aber meinen Arsch erheben. Weil ich allerdings sehe, wie lange Stein jetzt hier rumrechnet, könnte sich das Kaffeemachen durchaus rentieren oder lohnen. C5 könnte ich auch spielen. An welcher Idee? Meine Güte, da rechnet er wie? Oder hat er schon gezogen? Ne. Und das ist ja noch die spielstarke Version. Das ist jetzt die 25 MHz-Version. Es gibt ja auch eine 4 MHz-Version von dem Steinitz. F4. Tja, was soll man dazu sagen, außer sich beklagen? Springer G4. Der nimmt er auf F6, Springer F6 schlägt. Weil mir fällt nichts Besseres ein. Und Läufer G4 schlägt, hängt einfach seine Dame. Bin mal gespannt, wie weit man das im Video hört. Dieses, man hört ja mal, piep, 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 piep. Da gibt er immer die Züge an auf dem Steinitz. Aber lasst euch nicht irritieren, er macht auf dem Steinitzbrett führt er die Züge nicht aus. Das passiert alles auf dem Arenabrett. Also es wurde einfach so gemacht, dass er, da steht ja, ist ja auch so ein Brett dabei, wo die Züge übertragen werden, statt auf dieses Brett macht das halt auf Arena und ich wiederhole mich noch 120 Mal. So. Also ich tippe mal, Dame steht auf 6 kommt. Was denn sonst? Ja. Man könnte natürlich auch Läufer C3 ziehen. Und dann auf Dame D4, Läufer D4, dann ist F2 ja gedeckt. Glaube, auf Läufer C3 würde ich sogar eventuell Dame F4 schlägt. Dame H6 ziehen. Wir haben mit der Idee, Läufer G2 Schach, Dame H2 schlägt Schach und dann Dame H1 Matt mit der Idee. Natürlich nicht auf Läufer C3, Dame H4, wenn er die wäre so Knallerzug des Tages oder Dame F4 schlägt. Habe ich aber auch schon geschafft. Ich habe damals sehr lange Pause gemacht, so 10 Jahre oder was, bis ich dann wieder im Verein so ein Schnellturnier oder was gespielt habe. Er droht einfach mit Dame C3 auf G7 matt und Lippo lässt sich gnädig matt setzen. Ich habe mich einzügig mattieren lassen. Aber ist halt, wenn man 10 Jahre keine einzige Partie mehr am Brett gespielt hat, dann gewöhnt man sich das ab. Man kennt ja nur noch dieses 2D-Brett. Und dann ist das doch wieder eine Umstellung. Deswegen ist das ganz schön, dass ich das so hier mache. Da gewöhnt man sich wieder an die normalen Figuren. Vielleicht machen wir wirklich einen Kaffee. Thank you.
Sollen wir mal kurz gucken, hat der Diplomat sich entschieden? Läufer C3, tatsächlich. Als könnte ich Gedanken lesen, natürlich jetzt hier Dame H6. Dame tauschen will ich nicht. Dame H6, dann drohe ich schon das erste Matt. So, das kann man so hin. Ich hoffe mal, die paar Zentimeter machen jetzt keinen Unterschied. F3. Ich glaube, das wird matt. Ja, Läufer G2 Schach. Er muss nehmen. König G1, Dame H2 schlägt Schach. Läufer G2 Schach. König G2 schlägt. Dame H2 schlägt Schach. Warte mal. Da kämpft der Dame dazwischen. Wollen wir mal einen Schluck Kaffee erstmal. Aus meiner Volt-Tasse von Volt-Tech. Meiner Fallout-Tasse. Ja, ich mache das trotzdem. Ich mache. Will ich ein Remis machen? Natürlich Dame H1 Schach, Dame G1. Das geht nicht. Ich habe auch die Schaukelspringer E3 Schach. Das E3 Schach habe ich einmal und dann war es das auch mit E3 Schach. Also G4 Schach habe ich dann nicht. Und so Züge wie Läufer F1 funktionieren auch nicht. Weil er nimmt ja auf G4. Lipo den Tränen mehr nah. Läufer G2 Schach. König G2 schlägt. Dame H4 schlägt Schach. König F1, Dame H3 Schach, König G1. Ich mache erstmal das Schach. Los geht's. Also da muss man doch wirklich nicht lange überlegen. König G1, Dame H2 schlägt matt. Also geht nur König G2 schlägt.
Auf C5 kann ich theoretisch auch auf G7 nehmen. Und dann auf G4. Dann habe ich den Läufer noch auf H3 eingeklemmt, dann ist alles nicht so gut. Also C5 mit der Idee, die Dame muss ziehen und dann diese Kombination vom Stapel ziehen. Dann macht einfach Dame G7 schlägt, Dame G7 schlägt, Läufer G7 schlägt, greift erstmal den Turm an. Der Springer ist auch noch angegriffen. Das sieht total kaputt aus. Also mit der Idee C5, vielleicht macht er ja keine Ahnung, Dame B4, der Dame A4 oder sowas und dann die Matt Schote raushängen lassen. Und natürlich geht auch nicht nach Dame. Ach so, König schlägt ist natürlich. Ich glaube schon, ist total zwar matt. Nein, natürlich nicht. Natürlich auch König F1 gehen auch nicht so eine stillen Züge wegen. Es droht ja auf G7 das Matt. Wird Steinitz so rum überlegt, wahrscheinlich hier aus dem Grab entstiegen der Steinitz, deswegen dauert das ein bisschen länger. War der Steinitz eigentlich Österreicher oder was war das? Oder war das Deutscher? Dass das quasi ein deutscher Weltmeister gewesen ist, quasi wo es noch inoffiziell war mit diesen Weltmeistern. Ich muss jetzt hier nehmen. Wo quasi die stärksten Spieler für Cash gegeneinander gespielt haben. War wie eine Weltmeisterschaft, aber eigentlich war es auch wieder keine. Weil man sich ja quasi dafür nicht qualifizieren musste. Okay, und jetzt sehe ich nur das Remis. Dame H3 schlägt, der Dame H3 Schach kommt, Dame G1. Der Dame H1 Schach. Dame G1 und dann auf Dame H3 Schach kommt. Warte mal, geht das tatsächlich? Dame H1 Schach, Dame G1, Dame H3 Schach, Dame G2, Springer E3 Schach. Das ist ja fantastisch. Lippo fühlt so gewisse Gehirnzellen kribbeln. Als könnte er Schach spielen, kann er es doch noch. Also auf Dame H1 Schach, da kann er doch nur Dame G1 ziehen. Dame H3 Schach, dann kann nur die Dame dazwischen ziehen. War fantastico. So macht Schach Spaß. Das habe ich natürlich alles gesehen, ist ja ganz klar. Ich habe noch so eine Mario-Tasse, habe ich noch. It's a me Mario und dann so eine Darth Vader-Tasse. Das habe ich wirklich gemocht, Fallout. Fallout 4 habe ich wirklich gerne gespielt. Und dann auch Fallout 3 und Fallout New Vegas. Und dann kommen die an hier mit Fallout 76. Wie ich da die Videos gelesen habe. Da müssen die quasi, dann haben die so eine Quests. Und da musst du das quasi mit 4 Leuten machen, weil ganz blöd formuliert. Da müssen 4 Schalter zur gleichen Zeit betätigt werden. Für einen alleine geht das ja nicht. Und dann bist du dazu gezwungen, dieses Fallout statt alleine durch die Pampa zu ziehen, ja mit anderen Leuten zusammenzuspielen. Da musst du immer drauf, bist ja immer darauf angewiesen, dass die überhaupt am Start sind. Ach, Dame G1 hat schon gezogen. Nur Lippo hat es nicht gesehen, so Dame H3 Schach. Der Witz an der Sache ist, die Dame muss jetzt nach G2. Das ist der Witz an der Sache. Hat er sogar schon. Dame G2. Was hat er denn jetzt? Ich glaube, er hat 2 Läufer für die Dame. Also wenn ich jetzt auf G2 mit der Dame nehme, dann nimmt er den Springer, dann hat er 2 Läufer. Ich nehme aber einfach die Dame mit dem Springer. Wenn Turm H1 kommt, kommt Dame G3. Also ich glaube nicht, dass da ein Damenpfand-Szenario möglich ist. Das kann ich mir nicht vorstellen. Der König kommt ja auch nicht sofort raus. Nach Springer schlägt, dann steht der König auf F2. Ja, was natürlich dann, ja. Meine Güte, Fantastico. Das ist zum ersten Mal, dass der Computer in diesem Wettkampf hier, dieser Videoreihe, eine kurze Partie länger überlegt als ich. Ja, die Frage ist natürlich, ob das überhaupt geht für mich. König F2, Springer G2 steht, da kommt der
Turm H1. Ja, die Dame wäre nicht gefangen. Raffgierig wie ich bin, würde ich ja gerne beide Figuren retten. Ich glaube nicht, dass da so fantastische Sachen gehen wie. Da spielen wir ja nur im Suff. König F2, Dame H4 Schach. Das spielst du ja wirklich nur, wenn du die Zinte keine Bier am Hals hast. Wenn du überhaupt noch am Stuhl sitzen kannst. Deswegen gibt es nur die Alternativen auf König F2, entweder oder ist er matt. Nicht, dass er matt ist und ich überlege und es ist stundenlang. Dass entweder Dame G2 schlägt, Schach kommt, dann König E3 schlägt. Oder Springer schlägt. Ich glaube, Springer schlägt gefällt mir aber besser. Weil sonst ist ja G7 immer irgendwie in Gefahr. König F2, Springer G2 schlägt, Turm A1, Dame G3. Wenn er auf der G-Linie was hat gegen diesen Punkt, meinetwegen Turm G1 und dann schlägt er auf G7, dann schlägt er ruckzuck total tot. Dann hat aber der Boris, sag ich schon, der Stein ist besser überlegt als ich. Was überlegt er eigentlich so lange? König G1. Weil das Blöde ist ja immer noch auf Dame schlägt. Auf Dame schlägt mit Schach. Das Blöde ist, es droht ja dann Turm G1. Das ist das Blöde an der Sache. Ich nehme auf G2, er nimmt den Springer weg. Und wenn ich G2 mache, G6 mache, dann Turm G1, Dame H3, Turm H1 und dann weg. Ich bin ja so geil darauf, den Springer zu behalten. Mann. Springer G2 schlägt. Turm H1. Dame G3 geht doch gar nicht. Da muss die Dame eh weg. Übersehe ich irgendwas Wichtiges? Also Dame H4 Schach ist ja wohl totaler Crap. Entweder Dame schlägt G2, König schlägt E3 oder Springer schlägt G2, Turm H1 und dann kommt Dame G3. Ach, Dame G3 habe ich doch gar nicht. Axt nochmal. Da muss ich das Spiel auch ein bisschen öffnen. Ich nehme trotzdem so, weil Baum. So. Damit die G-Linie nicht sofort gegen mich verwendet wird. Weil sonst, wie gesagt, wenn die Dame schlägt, steht der König hier. Dann droht sofort Turm G1 und sofort gegen G7, was dann geschossen wird, wenn er jetzt Turm H1 zieht. Ich kann es auch nicht zurückspucken. Mit Springer schlägt F4. Und Turm schlägt, Springer schlägt. Dann, ja, dann hätte ich nicht mal was mehr. Welche meinetwegen total. Ah, ich würde ja den Turm kriegen. Dann hätte ich die Qualität mehr. Also Turm A1, Springer schlägt. Turm schlägt, Springer schlägt Schach. König G3, Springer G5. Dann hätte ich zwei Türme, Springer gegen zwei Läufer, Turm. Und das ist nicht das, was ich hier im Moment vor mir habe. Es wird wohl Turm H1 kommen. Ich hoffe, ich habe das Brett nicht irgendwie verschoben, dass ich irgendwie so schief aussehe. Ah, die Kamera steht auch nicht so gerade auf meinem Spitzenstativ. Der Mini-Mülleimer, wo die Kamera angeklemmt ist. Was ja total für die Tonne ist, das ist ja diese Smartphone-Kamera. Die kannst du ja total vergessen. Die ist überhaupt nicht zu gebrauchen. Das Problem, dass diese Korrektur, dann habe ich nicht diese Pro, bei der, die ich habe, bei der Huawei geht das nicht. Dann ist dann dort diese Bildschwankungen sind dauernd drin. Dann ist irgend so eine beschissene Rauschkorrektur. Anders kann ich das leider nicht ausdrücken. Weil dann, da ist als immer mal nicht so Sprecher. Ja, und dann wird man teilweise nichts sein, wenn wir. Ja, und hier. Dann fehlen quasi Worte. Also, wenn ich statt hier. Ja, hier weiß ich nicht, was ich spielen soll, wird dann ankommen. Ja, hier weiß ich spielen soll. Dann diese Rauschkorrektur, damit das dauernd korrigiert. Das ist ätzend. Ja, und jetzt Dame G3 Schach habe ich ja nicht. Springer schlägt F4. Das erscheint mir auch ein bisschen blöd. Springer schlägt F4. Ich mache Dame E6. Dame D7 würde auch gehen. Ich kann ja dann G6 ziehen. Es ist nicht hoffnungslos für ihn. Das ist das Problem. Ich mache Dame E6, um Läufer C4 zu verhindern.
konnte ja auch nicht seinen Bauern angreifen mit der Dame irgendwie. Dann G6. Das ist natürlich, wenn er mit den Türmen, mit dem Turm nach G1 kommt und dann droht er auf G7. Aber ich will jetzt das Spiel öffnen, ich will D5 ziehen. Oder F5. So, jetzt berechnet der Stein das mehr als 1000 Jahre lang. Dass man darf sich da nämlich an, nicht immer in Sicherheit wiegen. So eine Stellung hatte übrigens, also nicht diese Stellung hier, sondern Dame gegen zwei Läufer gegen Dame. Das hatte der MM5 in der Partie gegen den Super Forte, der Super Expert C. Das hat der Expert aber gewonnen. Ganz locker. Ich habe aber auch Stellungen gesehen, die haben die eingekoffert mit Turmbauer gegen Dame. Statt mit dem Turm so zu spielen, dass da eine Trennlinie geschaffen wird durch einen Bauern gedeckter Turm, dass die Dame gar nicht darüber kommt. König G2 schlägt, das ist ja klar. Jetzt möchte ich gerne hier das Ganze öffnen. F5 zum Beispiel. Dann Läufer D3, E4 schlägt, E4 schlägt. D5, E5. Ich traue dem Braten nicht. Das ist hier kein so einfaches Teil. Wenn ich jetzt F5 ziehe und er zieht B3, dann droht da doch schon Läufer C4. Gut, ich könnte B5 ziehen, aber Feigheit ist ja nicht der Sinn der Sache. Ich mache F5. Wenn er B3 macht, mache ich einfach B5. Ich muss das Spiel öffnen. Ich habe Material mehr, ich muss jetzt öffnen. Ich kann die Stellung nicht zumachen. Glaube, hoffe ich mal. Es geht doch schließlich um die Ehre. Meine Güte, das wird ja die längste Partie, die ich bis jetzt hier gespielt habe. Ich wusste ja nicht, dass der auf Level 3 so eine Berechnungsorgien hier an den Tag legt. Was ich auch möchte, ist auch die F-Linie öffnen. Das ist der zweite Sinn der Sache. Da auf Turm G1 kann ich immer noch hier, da nehme ich erstmal auf E4. Wenn der König beiseite wandert, ziehe ich erstmal G6. Auf B3 mache ich B5. Auf A4, A6. Wenn er nimmt, dann nehme ich mit dem A-Bauern weg. Ich habe ja den Turm hier noch gedeckt. Steinitz Edition. Oder ist das die Boris Diplomati Steinitz Edition? Gibt es eigentlich schon Schachprogramme, die Eröffnungsbibliotheken haben nach berühmten Persönlichkeiten? Dass sie meinetwegen quasi die Eröffnung, die Steinitz gespielt hat, meinetwegen als Eröffnungsbibliothek haben? Also er spielt dann nur die Eröffnung, die auch Steinitz gespielt hat? Oder Aljechin, dass sie nur das eröffnungstechnisch spielen, was Aljechin gespielt hat? Wie sie alle heißen. So, das wird ein ziemlich langes Video, also wird die Bearbeitung auch lange dauern. Ich brauche mal einen neuen PC oder zumindest eine bessere Grafikkarte. E5. E5 schlägt, was macht er dann? Läufer E5 schlägt? Ich mach D5. Vielleicht ist das sogar ganz gut, dass die Läufer quasi sich jetzt quasi selber die Felder wegnehmen. Die Diagonale auf G7 ist jetzt unterbrochen. Der Läufer hat auf C4 oder so, hat auch keine Felder mehr. Vielleicht den König beiseite ziehen, dann G5. Na, vielleicht erst Turm G8 und dann G5. Falls nötig, Turm G7. Genau. Also jedenfalls die Idee, wisst was ich meine. König beiseite, Turm auf die Linie, G5. Die Klamotte öffnen. Ich spiele neuerdings sogar lieber so eine Schachpartie.
gemütlich als irgendein Spiel in die Konsole reinzuzimmern. Ich wüsste jetzt momentan noch nicht, was ich spielen soll. Im Moment spiele ich hier dieses, was ist das nochmal? Sekunde. Subnautica. Das ist, man hat eine Notlandung auf so einem Planeten, das ist so ein Wasserplanet. Und dann craftet man. Das Läufer B4. Ich mache mal Turm F7, weil ich möchte ja doch mit dem Turm auf die G-Linie drauf. Aber G5 bringt natürlich nichts. Ach, verdammt. Meine Idee war es doch, Turm G8 zu ziehen und G5. Auf Turm zieht weg. Turm H2, König H8. Dann droht ja schon Turm H1 mit dem Reinschlag. Auf jeden Fall muss der Turm erstmal weg. Ich kann natürlich auch trotzdem G5 ziehen, weil G5 schlägt, Dame E5 schlägt. Aber da kommt wieder, ich darf die Stellung auch nicht zu sehr öffnen gegen meinen König. Ich mache mal Turm F7. Mit der Idee, König H8, Turm G8 und dass der Turm dann das deckt hier. Dass wenn ich dann den G5-Plan auspacke und er hat in der Zwischenzeit verdoppelt, dass dann der Turm H7 deckt. Das Problem ist bei dieser Stellung, ich darf jetzt auch nicht anfangen, das alles aufzumachen. Also gegen mich zu öffnen. Jetzt mit G5 kommen und Dame E5 schlägt und dann kommt schon Läufer C3, das nächste in der Luft liegt da schon Turm G8 Schach. Dass ich darf mir die Stellung auch nicht zu sehr aufreißen. So. Turm F7, er ist noch dran. Heute war ich eine kleine Runde spazieren. Ich glaube, die Leute meinen, das wäre alles wieder normal. Wir haben jetzt den, bis wir auf den Kalender gucken, den 26. haben wir schon. Meine Güte. 26.05.2020, Corona-Time. Wurde ein bisschen gelockert. Man hat das Gefühl, als ob die Leute meinen, das wäre alles wieder normal. So viele wie spazieren gehen, die sitzen auch wieder in Gruppen zusammen. Ein paar Leute haben sehnsuchtvoll, so wissen die, die ich gesehen habe, die paar, Richtung Gambrodul geschaut. Konnten wahrscheinlich nicht glauben, dass es doch zu hatte. Na 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 na. Wir warten uns die Hucke wund. Meine Güte, was macht der Stein ist immer sehr spät. Der Turnierpartie zehrt an meiner Geduld. Was ich auf keinen Fall. Läufer C5. Okay. Ich sehe zwar jetzt nicht den Sinn dieses Zuges. Wahrscheinlich will er mich reizen, dass ich B6 ziehe oder solche Geschichten. Ja, wenn er meint, der Läufer steht da gut. Oder will Läufer E3 ziehen gegen G5. Dass er meinen Plan quasi schon sieht. Aber da könnte ich doch jetzt doch B6 ziehen. B6, C5, D4 die Bauernkette aufziehen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob der wirklich hier den Plan Läufer E3 hat und dann. Ich ziehe erstmal den König beiseite. Mein Plan ist Turm G8, G5. Den Bauern lasse ich hier stehen. Der blockiert so wunderschön die Diagonale. Das ist mein bester Freund. Dann will ich auf der Turmlinie, auf der Linie hier die Türme ins Spiel bringen. Ist natürlich hier nicht so, dass man jetzt meint, man hat jetzt die Dame gegen zwei Läufer. Wo ist das Matt? Kommt ja immer darauf an, wie stehen die Figuren. Wenn ich jetzt die ganze Schote aufreiße, sodass die Läufer dann Richtung Königsflügel zielen, bis noch mit Läufer D3 gegen H7 und Läufer C3 gegen auf dieser Diagonale, dann stehe ich.
Ruck A4. Okay. Ich glaube, ich spuck den Bauern. Turm G8, Läufer A7 schlägt, G5. Ich gebe ihm den Bauern, den soll er haben. Sonst macht er noch. Sonst macht er noch Läufer E3 und verhindert das. Ist auch wieder so eine Sache. Ist nicht gesagt, dass er das wirklich schlägt, den Bauern. Na, 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 na. Ist natürlich blöd für die Gastronomie. Ist natürlich jetzt das schönste Wetter. Die Leute, die haben scheinbar gefühlt nichts anderes zu tun bei schönem Wetter, als ihren Arsch in den Biergarten zu schieben und sich auf die Stühle zu setzen. Weil ansonsten hat man nichts im Leben. Zumindest gefühlt. Und dann ist jetzt hier, jetzt wo, vor allem nachdem, es hat ja doch recht lange geregnet. Nach diesen trüben Regentagen. Bei manchen Läden ist eben auch, da ist nichts los, wenn das Wetter nicht schön ist. Da ist man, geht man wegen, keine Ahnung, Ausflugsziel oder was weiß ich. Dann setzt man sich dahin. Und wenn man jetzt keine Ahnung hat, könnte man denken, die Bude ist voll, da Laden, da wuppt ja ohne Ende. Und das Problem ist, wenn dann das Wetter aber nicht schön ist. Das habe ich schon mal erlebt. Schon mehrmals. Dann ist da auch nichts los. Dann haben die Leute keinen Grund, dahin zu fahren. Und dann ist das totale Gegenteil. Dann ist überhaupt total tote Hose ist. Dann ist nichts los. Und das ist das Problem dann. Dann hatten die ganzen Regentage, hatten nichts los. Weil eben bei Ausflugszielen, dann ist eben der Grund nicht gegeben, da hinzufahren. Und jetzt bei dem schönen Wetter, jetzt müssen sie immer noch zulassen. Das ist natürlich dann bitter. Zumal die Gastronomie ja auch nicht so ist hier, dass die quasi alle mit dem Porsche durch die Gegend fahren. Ja, mein Plan ist natürlich G5. Vielleicht schlägt er den Bauern nicht Glück ab. Läufer schlägt A7. Ja, sehr gut. Er schlägt den Bauern. So, und jetzt, ich muss nicht, aber ich möchte das Spiel jetzt öffnen. Ich kann jetzt nicht so einen geschlossenen Crap spielen hier. Natürlich, ja gut, im Moment wird es noch gehen. Also hier schlagen, dann König und dann hier schlagen. Im Moment würde das noch gehen, weil der Läufer hat D4 nicht. Mit dieser, ich zwirbel dir die Dame vom Brett, Diagonale. Ich weiß doch, in einem Laden, da war auch totales Scheißwetter, total am Regnen, wie, als würde es junge Hunde regnen. Auch so ein Ausflugsziel. Hast du gemeint, schöner lauer Tag. Man guckt, wo die Gäste sitzen, nichts los, geht geschillt in die Küche, geht gefühlt 2 Minuten danach später wieder zurück, guckt wieder in den Saal und was möchte ja ganze Bude voll. Da sind die Leute alle von diesem Urlaubsziel gekommen, weil es geplästert hat wie junge Hunde und alle in das haben sich da alle hingesetzt, waren da alle im Restaurant drin. Lippo bitterlich am Weinen. Scheiße, doch mal lochen. Was soll ich jetzt machen hier? Also G5, jetzt will ich mal einen Zug erwarten hier. Ich frage mich, was die wohl spielen würden, diese Programme, wenn die. Ah, das ist ja aber das Problem. 8-Bit-Programm. Das ist ja, ich stelle mir das wie eine Wasserleitung vor. Das ist jetzt, man kann zwar den Druck erhöhen, also die Geschwindigkeit erhöhen, mit der das Wasser da durchläuft, aber das kannst du ja nicht unendlich machen. Kannst ja, wenn da, keine Ahnung, 1 Liter pro Minute durchläuft, ich habe da jetzt überhaupt keine Ahnung von. Durch diesen Wasserhahn X und du machst jetzt den Druck höher, dass jetzt 10 Liter durchlaufen pro Minute, dann kannst du natürlich nicht so erhöhen, dass irgendwann 1000 Liter pro Minute da durchlaufen. Und ich stelle mir mal ganz blöd und dämlich vor, so ein 16-Bit-Computer, der hat dann 2 Wasserhähne, da laufen also 2 Liter pro Minute durch die 2 Wasserhähne. Denn das kann ich dann auch ein bisschen erhöhen. Deswegen sind die bei gleicher Megahertzzahl schneller, weil es ist ja nicht nur ein Wasserhahn, sondern zwei. Und bei 32 Bit meinetwegen 4 Wasserhähne. Aber ich kann